Guten Abend, liebe Zuschauer. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen zur heutigen Sendung Unter uns gesagt. Sie sehen, sie findet nicht im Studio in Zürich statt, sondern in Stuttgart. Und zwar im Haus des Oberbürgermeisters von Stuttgart, im Haus von Manfred Rommel. Noch etwas ist anders als in den bisherigen Sendungen, nämlich Sie, liebe Zuschauer in der Schweiz und wer weiß, vielleicht auch in der Bundesrepublik, jene, die der Grenze entlang wohnen und uns, das Schweizer Fernsehen, empfangen können, können gegen Ende der Sendung Herrn Rommel Fragen stellen, telefonisch, über Dinge, die wir vielleicht im Gespräch gar nicht berührt haben. Aber bitte rufen Sie nicht die Zentrale des Schweizer Fernsehens an, denn dieses kann Sie gar nicht mit uns verbinden. Wir haben eine Sondernummer, die geben wir Ihnen im Laufe dieser Sendung bekannt. Und dann hoffe ich, dass Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, Herrn Rommel eben gegen Ende der Sendung selber Fragen zu stellen. Und nun, Herr Rommel, zunächst allerherzlichen Dank, dass wir Sie hier bei Ihnen zu Hause besuchen dürfen. Fernsehen bringt allerhand Umtrieb. Umso größeren Dank, als Sie nämlich einen sehr, ja, vielleicht sogar aufregenden Tag hinter sich haben. Stuttgart hat die S-Bahn eingeweiht mit großen Posaunen und Pauken und Trompeten. Können Sie mit zwei, drei Worten sagen, was das bedeutet für Stuttgart? Ja, also für Stuttgart bedeutet das schon einen erheblichen Fortschritt. Wir bauen ein S-Bahn-Netz für 1,6 Milliarden Mark aus, aber in der ganzen Region. Und die ersten Züge... S-Bahn heißt schnell. S-Bahn heißt eine Schnellbahn, das ist praktisch die Deutsche Bundesbahn, die den öffentlichen Personennahverkehr für die Stuttgarter Region auf wesentlichen Strecken übernimmt, zusammen mit den Stuttgarter Straßenbahnen. Und Sie sind jetzt mit dem Sonderzug mitgefahren und überall hat es Kapellen gegeben Orchester und Gesang und so weiter und Ehrenjungfern? Ja, nein, Ehrenjungfrauen habe ich nicht so viele gesehen. Nein. Es war, wir haben uns vor allem unterhalten über weitere Verkehrsprobleme und über das, was das Wichtigste immer ist, über das Geld. Der Bundesminister war da und die beiden zuständigen Landesminister. Eine Zusammenstellung von Persönlichkeiten, die der Kommunalpolitiker nur selten erlebt. Und eine solche Chance muss man natürlich ausnutzen, um weitere Wünsche vorzutragen. Sie sind ja, wie ich weiß, gerne Oberbürgermeister. Warum sind Sie es gerne? Es gibt eine große Unabhängigkeit im politischen Raum. Bei uns wird ja der Oberbürgermeister in Süddeutschland vom Volk gewählt, unmittelbar in einer Urwahl. Und das ist schon eine sehr günstige und interessante Position. Und dann kommt man mit dem Bürger, mit dem Leben in Berührung. Die Staatsbehörden kommen ja weithin nur mit anderen Behörden in Berührung. Sie haben engen Kontakt mit der Bevölkerung, und zwar mit dem ganzen Spektrum, nehme ich an. Mehr, als es ein Minister hätte. Ja, also das habe ich sicher. Das habe ich sicher. Der Oberbürgermeister wird ja in Württemberg nicht wegen seiner Partei, sondern häufig trotz seiner Partei gewählt. Ist das bei Ihnen so? Ja, bei manchen vielleicht. Manche haben mich natürlich auch wegen der Union gewählt, das ist selbstverständlich. Aber deshalb muss man schon die Verbindung halten und das ist ja auch ganz lehrreich. Sie haben einen, ja, vielleicht nicht schweren Tag, aber doch ein bisschen anstrengend, denn Sie mussten ja auch Reden halten. Was muss ein Bürgermeister, ein Oberbürgermeister, ich muss mich korrekt ausdrücken, hauptsächlich tun? Muss er Reden halten, muss er Berichte lesen und müssen Sie Arbeit mit nach Hause nehmen? Oder wie geht das? Ja, also der muss zunächst mal wissen, wo er gerade ist. Das ist das Entscheidende. Bei den vielen Terminen ist das aber gar nicht so einfach. Und dann muss man natürlich auch viele Verwaltungsgeschäfte erledigen. Ich bin Vorsitzender unseres Gemeinderats, der Ausschüsse. Wenn ich in die Ausschüsse gehe, dann habe ich zahlreiche Nebenämter, die mit meinem Amt einfach verknüpft sind. Zum Beispiel auch der Tarifverbund zwischen S-Bahn und Stuttgarter Straßenbahn, Flughafen und so weiter. Überall muss man sich bemühen, möglichst nichts Dummes zu sagen und vor allem nichts Dummes zu tun. Das ist heute gar nicht so einfach. Das Vermeiden von Dummheiten ist ein wesentlicher Teil. Ja, das Entscheidende. Das ist das Entscheidende überhaupt. Nehmen Sie Arbeit mit nach Hause oder können Sie alles im Büro erledigen? Ja, ich nehme häufig Arbeit mit nach Hause. Ich mache häufig, wenn ich morgens eine Rede halten muss, dann mache ich meine Stichworte hier. Und wo geschieht das? Haben Sie ein Arbeitszimmer? Nein, oder? Meine Frau hat mich schon weithin aus meinen Räumen verdrängt, weil ich so selten da bin. Aber ich begebe mich dann in das Nebenzimmer, das Esszimmer. Ja, dürfen wir mal rübergehen? Ja, aber mit Vergnügen. Ja. Und uns das ansehen. Das sind Ihre beiden Hauptwohnräume, wo wir uns befinden und jetzt da im Esszimmer. Jawohl, jawohl. Das sind unsere Hauptwohnräume.
Sammeln Sie Porzellan? Nein, meine Eltern haben Porzellan gesammelt. Meine Eltern haben Porzellan gesammelt und das ist noch das, was übrig geblieben ist. Und, übrig geblieben? Ja. Von wegen Bomben? Oder, nein. Bomben übrig geblieben wegen Leichtfertigkeit. Einiges ist schon heruntergefallen, aber ich benütze es mit äußerster Vorsicht. Meine Sie benutzen es doch gelegentlich? Ja, gelegentlich. Also es ist nicht nur Zierstück, sondern es wird sogar benutzt. Nein, es wird sogar benutzt. Da sehe ich die Schreibmaschine. Heißt das, dass Sie selber noch schreiben? Ja, das ist ein alter Veteran. Das ist auch eine Art Antiquität. Mit im Zwei-Fingersystem schreibe ich da meine Stichworte für Reden. Oder Sie schreiben die nicht ganz, sondern mit Nein, nur die Stichworte, nur die Einleitungssätze. Ja. Und wie man wieder hinauskommt, das ist noch wichtiger bei Reden. Wie man sie beendet. Wie man sie beendet, ja. Ja. Anfang und Ende sind nicht so wichtig. Ja, das Übrige ist egal, das ist nicht so wichtig. Ja. Ich sehe dort noch an der Wand Bilder. Was ist das? Hat es eine bestimmte Bewandtnis? Ja, also diese Bilder sind alte Stiche, die sind von meiner Urgroßmutter koloriert worden. Das hat man damals ja alles noch mit der Hand gemacht. Und das hat die ganze... Das ist modern gerahmt, aber sind Erbstücke. Ja, sind Erbstücke. Dann haben Sie da noch ein großes Gemälde, eine Burg. Hat das eine bestimmte Bewandtnis? Ja, das ist der Hohenstaufen. Und dieses Bild hat die Stadt Stuttgart meinem Vater einmal geschenkt. Heute gibt die Stadt Stuttgart nicht mehr so große Geschenke. Die Stadt Stuttgart, das wäre in diesem Falle dann Sie? Das war mein Vorvorgänger, der das gemacht hat. Heute, wenn Geschenke gemacht werden, das müssen Sie... Dann mache ich das, aber da ich ein sehr sparsamer Mensch bin, hält sich das alles im Rahmen. Sie haben eine Pfeife gerade da niedergelegt, aber da haben Sie noch eine Pfeifensammlung. Jawohl. Also das Sie sind begeisterter Pfeifenraucher. Ja, also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kaue morgens Kaugummi, damit ich keine Pfeifen rauche. Allerdings nur, wenn niemand da ist, möglichst. Oder nur Vertraute. Und für jede Sitzung eine extra Pfeife? Nein. Ich rauche einige Pfeifen so lange, bis ich an ihnen genug habe. Und dann nehme ich eine neue. Das ist der richtige Pfeifenraucher. Die wird dann kalt und dann wieder eine frische. Ganz richtig. Herr Rommel, darf ich Ihrer Frau auch guten Abend sagen und mich bedanken für den netten Empfang? Aber sehr gerne. Lilo. So. Frau Rommel. Guten Abend. Fernsehen ist immer ein bisschen Umtrieb. Dürfen wir uns einen Augenblick setzen? Ja. Ich habe auch ein paar Worte und ein paar Fragen für Sie. Sie sind ja die Frau eines Oberbürgermeisters. Und das bringt offizielle Verpflichtungen, offizielle Auftritte mit sich, vielleicht sogar im Wahlkampf. Müssen Sie das und tun Sie das? Das tue ich sehr gern. Vor allem ist es sehr anregend für mich. Ich erlebe viele Interessantes, Neues und lerne viele Leute kennen, immer ganz verschiedene Personenkreise. Und ich habe Gelegenheit, ins Theater zu gehen, viel mehr als früher. Und ich komme so in das Vereinsleben etwas hinein und ich brauche die Veranstaltungen. Aber manchmal müssen Sie doch Reden anhören, diese können doch langweilig sein. Nein, eigentlich ist es mir nie langweilig bis jetzt geworden noch. Sind Sie politisch interessiert? Das bin ich, ja. Und sprechen Sie mit Ihrem Mann über politische Dinge, der Staat, des Landes oder vielleicht international? Ich höre vor allem zu und werfe hier und da Bemerkungen ein. Aber wie werden die aufgenommen von Ihrem Mann? Positiv. Natürlich. Ganz klar. Positiv, selbstverständlich. Na ja, ich mache manchmal Opposition, um seine Zunge zu schärfen, damit er sich daran gewöhnt. Wieso? Hat Ihr Mann das nötig? Ich glaube, ist er zu umgänglich vielleicht? Er ist vielleicht manchmal zu umgänglich, Tatsächlich? Ja. Ich glaube, dass die Frauen allgemein aggressiver sind, also wenigstens die ich kenne. Die wollen alle manchmal einen härteren Ton, aber ich muss dann zugeben, dass er recht hat. Meistens im Endeffekt hat er immer recht. Sie haben ja studiert, darf ich fragen, was Sie studiert haben? Ich habe Französisch studiert und Englisch und Geschichte. Und befassen Sie sich noch ein bisschen mit Geschichte? Doch, ich muss sagen, Geschichte war mein schwächstes Fach. Ich interessiere mich immer sehr, habe mich immer sehr interessiert, aber eigentlich Zeitgeschichte finde ich am interessantesten. Aber Fremdsprachen haben mich immer gereizt und ich lese heute noch, vor allem, wenn ich die Zeit habe, etwas in französischer Sprache. Klar. Mit großem Genuss, Englisch lese ich Kriminalromane. Aber mit so vielen Verpflichtungen, gibt es da überhaupt Freiheit?
Freizeit für Sie? Nein, das gibt es jetzt sehr wenig, aber dafür habe ich viel andere Anregungen. Ich darf mich nicht beschweren, aber wie der, ich denke mir manchmal, wie der Fuchs im kleinen Prinzen sagte, rien n'est parfait. Also akzeptieren Sie das? Ja, ja, doch, natürlich. Ich habe dann vielleicht später mal wieder Gelegenheit, wenn mein Mann nicht mehr gewählt wird, dann kann ich wieder lesen, dann habe ich wieder Zeit zu lesen. Glauben Sie, dass das der Fall sein wird? Ich würde eher das Gegenteil sagen. Also, was sagen Sie dazu, Herr Rommel? Ja, also das kann ich Sie sind ja noch ganz jung, Sie können doch gar nicht dran denken, jetzt schon gelegentlich ans Otium cum dignitate zu denken. Nein, 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 nein. Also ich hoffe schon, dass ich wiedergewählt werde und... nicht zuletzt dank meiner Frau, meine Frau. Sie treten auf bei Wahlveranstaltungen auf? Nein, nein, das, nein, nein, das macht sie nicht. Ich gehe höchstens interessehalber mit. Das war während des Wahlkampfes natürlich großartig zu erleben, wie die einzelnen Kandidaten miteinander gerungen haben und sich vorgestellt haben. Das war natürlich sehr interessant, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich meinen Mann genützt habe. Nützen tue ich ihm am meisten zu Hause, indem ich seine Sachen ordne und aufräume und dann wieder suche. Nein, nein, das ist Understatement. Meine Frau ist eine Meisterin des Understatement, das stimmt nicht. Sie ist also, sie hat einen sehr scharfen, präzisen Verstand. Kennen Sie? Doch, ja, nein, nein, das stimmt schon. Das ist halt gut, wenn man hier und da mal gelobt wird. Aber wenn ich zu ihm sage, ich werde nie gelobt für das, was ich tue, dann sagt er, meinst du vielleicht, ich werde jemals gelobt? Ja, das wird er zwar. Frau Rommel, umso mehr Dank, dass Sie so nett waren und so freundlich uns hier empfangen haben. Und ich überlasse Sie jetzt wieder meinem Mann. Ja, vielen Dank. Ja, Herr Rommel, hier haben Sie einen großen Bücherschrank. Was lesen Sie? Kommen Sie noch dazu oder ist das gar nicht mehr drin? Müssen Sie dauernd Berichte lesen? Ja, nein, ich lese an sich schon noch etwas. Ich habe mir abgewöhnt, Kriminalromane zu lesen. Haben Sie gelesen an Kriminalromanen? Ach, ich habe alles gelesen. Edgar Wallace, Agatha Christie, da ist mir also kein Kriminalroman unbekannt. Auch die. Ah ja? Ja, ja. Aber das habe ich eingestellt. Und jetzt versuche ich, Ernsthaftes zu lesen. Das habe ich eigentlich früher immer gemacht, aber nebenher. Dann muss ich auch sagen, sehe ich selten im Fernsehen etwas an. Nur das, was mich wirklich interessiert, wenn ich überhaupt zu Hause bin. Meistens bin ich ja nicht daheim. Und da lese ich so quer Philosophie, Literatur, was eben so gerade. Belletristik auch? Lesen Sie Böll oder Lenz oder so etwas? Böll, Lenz habe ich auch gelesen, ja. Mhm. Viel. Die sogar. Deutschstunde, kennen Sie die zufällig? Ja, kenne ich auch. Kenne ich auch. Aber im Moment bin ich, im Moment lese ich gerade den Schnabel. Das ist schon ein Klassiker Geschichte des 19. Jahrhunderts. Ja. Ist das für Sie auch politisch aufschlussreich? Ja, das ist erstens mal aufschlussreich und dann auch sehr nützlich, weil ja ich in meinem Amte überall das Wort ergreifen muss. Und da ist es natürlich sehr schön, wenn man einen gewissen Fundus hat. Ich habe also in dem Sommer zum Beispiel, da war ich in Grindelwald im Urlaub, habe ich die ganze Kulturgeschichte der Neuzeit vom Egon Friedell gelesen und habe mir alles, was mir interessant erschien, in ein Heft eingetragen. Und sind Sie jemand, der in Reden zitieren kann? Das bewundere ich immer so, dass es Leute gibt, zum Beispiel der vormalige Stadtpräsident, also vor Sigmund Widmer, der Landolt, der konnte einfach zitieren und das war nicht irgendwo abgeschrieben, sondern von sich aus. Können Sie das auch? Ja, das kann ich auch, aber dazu gehört der Mut, mit dem Zitat großzügig umzugehen und es so zurechtzubiegen, wie man es braucht. Wie man es braucht. Ja, ja. Man darf es nicht verfälschen, aber man muss es schon ein bisschen verändern. Ja. Herr Rommel, jetzt ist eine Rommel-Renaissance, glaube ich, im Gange. Und damit meine ich natürlich Ihren Vater, den Feldmarschall Erwin Rommel. In den nächsten Tagen kommt das Buch von David Irving heraus, die Biografie von Rommel, nämlich Ihres Vaters. Dann hat ja der Spiegel eine ganze Reihe von Auszügen, längere Auszüge aus diesem Buch gebracht. Ich glaube, das stand unter dem Titel, sinngemäß mindestens, Ende einer Legende. Und kürzlich, vor wenigen Tagen, habe ich bei unseren Weltschweizer Kollegen einen Fernsehfilm gesehen, einen französischsprachigen, wo im Zentrum auch wieder Ihr Vater stand.
Haben Sie Ihren Vater eigentlich überhaupt gekannt? Wie der Krieg ausbrach, waren Sie ja, glaube ich, etwa 10 oder 11 Jahre alt. Ja, ja. Nein, ich habe meinen Vater schon gut gekannt. Vor allem war ich mit ihm wochenlang zusammen vor seinem Tod. Und habe eigentlich... Wie alt waren Sie da? Da war ich 15 Jahre alt. Aber ich habe praktisch den ganzen Tag mit ihm verbracht. Ich habe ihm auch vorgelesen. Der ist in Frankreich sehr schwer verwundet worden. Hatte nicht mehr recht lesen können. Hat auch einen vierfachen Schädelbruch bekommen. Hat sofort Kopfschmerzen bekommen. Und dadurch habe ich ihn eigentlich recht gut... habe ich ihn auch sehr gut und plastisch in Erinnerung. Sie sind ja, glaube ich, gegensätzliche Charaktere, doch, wenn ich das richtig sehe. Also irgendwo heißt es bei Irving, und ich glaube, Sie haben selber gesagt, mein Vater wollte mich sportlich und vielleicht sogar ein bisschen heldisch und mathematisch, und mit allen drei Wünschen ist er eigentlich gescheitert. Ja, damals, ich bin immer noch kein Held. Ich bin auch kein großer Sportsmann. Aber in der Mathematik habe ich einiges dazulernen müssen. Ich war ja lange in der Finanzverwaltung und in der Finanzpolitik tätig. Und es ist häufig so, dass die Söhne in wesentlichen Punkten etwas anders sind als die Väter. Aber ich muss eigentlich sagen, ich bewundere heute noch meinen Vater am meisten von allen, die ich kenne. Ein unglaublich profilierter, charakterstarker Mensch. Auch ein warmherziger Mensch mit vielen positiven Eigenschaften in dieser unglaublich schwierigen Zeit. Der Film, den ich da eben gesehen habe, übrigens ist auch das Thema bei Irving, ja, wird das angesprochen. Der Film stellte eigentlich zwei Fragen. Erstens, war Ihr Vater Nazi, also Nationalsozialist? Und zweitens, war er Verschwörer? War er beim 20. Juli Mitverschworener. Ich glaube, Sie haben einmal gesagt, Ihr Vater hätte sich lange Jahre, etwa bis 1943, wahrscheinlich, er war ja nicht Parteimitglied, wie die wenigsten Generäle waren das, selber als Nationalsozialisten, und zwar strammen Nationalsozialisten, verstanden. Ja, als strammen Nationalsozialisten hat er sich, glaube ich, nicht verstanden. Mein Vater war in erster Linie Berufssoldat. Und es ist ja die Tragödie der deutschen Soldaten gewesen, dass sie sich eingebildet haben, sie seien unpolitisch und sie könnten auch unpolitisch bleiben. Und so hat er sich gesehen. Mein Vater hat bis zum Jahr 1942 eine persönliche Bindung zu Hitler gehabt. Seine politische Überzeugung, die war natürlich national, war aber eigentlich mehr liberal. Er hat Nationalsozialist in dem Sinne, dass er die ganze Rassenideologie und Blut und Boden und so weiter bejaht hätte. Das war er nicht, aber es ist gar kein Zweifel, dass mein Vater eine Zeit lang den Hitler bewundert hat. Der Hitler hat im Übrigen auch meinen Vater bewundert. Ihr Vater war ja einer der Lieblingsgeneräle, das darf man, glaube ich, sagen. Ja, das ist von Hitler, und Hitler hat ihn ja sehr gefördert. Er hat ihm ja in sehr jungen Jahren den Feldmarschallstab gegeben. Ja. Ihr Vater war Kommandant des Führerhauptquartiers, auch des Führerzuges beim Einmarsch in die Tschechoslowakei, dann in Polen. Dann hat Ihr Vater den Hitler um eine Division gebeten, und dann kam der Blitzkrieg in Frankreich zuerst, und nachher dann hat er das Afrikakorps kommandiert. Und doch eigentlich erst ab, wenn ich es richtig sehe, ab 1943, also LR Allemein, wie die Niederlage kam, da fing dann erst eigentlich doch die Zweifel an. Ja, das ist richtig. An der Partei und an diesen Parteiführern hat mein Vater vorher schon Zweifel gehabt. Die sind in den Kreisen der Militärs nicht hoch geachtet gewesen. Aber das ist sicher richtig, dass mein Vater den Hitler eine Zeit lang bewundert hat. Der Hitler hat meinen Vater zum Kommandanten des Führerhauptquartiers gemacht, weil er sein Buch Infanterie greift an, das ist ein Infanterielehrbuch, gelesen hat. Und mein Vater hat auch den Eindruck gehabt, er könne dem Hitler manches Militärische sagen, was der verstehe, während es mehr konservative Generäle nicht so verstehen. Er hat in diesen Punkten nun eine Unterstützung erfahren. Das war vielleicht der Grund. Aber dass mein Vater ein Nationalsozialist gewesen wäre, so wie man das heute versteht. Er war ein Bewunderer Hitlers lange Jahre. Ja, ja.
Aber das würde ich schon verneinen, denn mein Vater hat sich eigentlich bemüht, wo immer möglich einigermaßen menschlich den Krieg zu führen. Das kommt auch bei David Irving, der ja sehr kritisch ist, kommt das durchaus zum Ausdruck. Ja, ja, ist gar kein Zweifel. Hat auch die Befehle, die zum Beispiel davon ausgingen, dass man in Nordafrika die gefangenen deutschen Juden niedermachen, gleich umbringen sollte. Das ist nicht ausgeführt worden. Den Befehl hat man sofort verbrannt. So, War Ihr Vater, das ist auch im Irving-Buch nicht klar geworden, war er Verschwörer im Zusammenhang mit dem 20. Juli? Oder nicht? Ich muss vielleicht für unsere Zuschauer noch sagen, die jünger sind als ich, vielleicht sogar jünger als Sie. Der 20. Juli war das Attentat auf Hitler. Hitler kam dabei nicht um, aber eine ganze Reihe von Generälen und Zivilpersonen wurden verhaftet, wurden zum Teil an Fleischerhaken aufgehängt und wurden also getötet. Und Ihr Vater war damals ja eben hier in einem Vorort von Stuttgart. War er krank, also verwundet, ja. Und wurde dann im Oktober schickte Hitler zwei hohe Offiziere zu ihrem Vater und er stellte ihn, ihren Vater, vor die Wahl, entweder vor den Volksgerichtshof zu treten, was das Ende bedeutet hätte, oder Gift zu sich zu nehmen. Ja. Ihr Vater hat sich dann für das Zweite entschieden. Ja, es war etwas anders. Der Hitler hat die zwei Generäle zu meinem Vater geschickt. Und die haben ihm gesagt, wenn er das Gift nehme und sich umbringen lasse, dann würden die üblichen Maßnahmen gegen seine Familie nicht durchgeführt. Und die üblichen Maßnahmen damals, das hieß Sippenhaft, das heißt Verbringung der Familie ins Konzentrationslager. Und dann würden auch keine weiteren Ermittlungen in seinem Stab durchgeführt. Und nun zum 20. Juli, an dem Attentat war mein Vater nicht beteiligt, das der Oberst Stauffenberg ausgeführt hat. Mein Vater hat auch vorher von diesem konkreten Plan nichts gewusst. Mein Vater hat aber gewisse Verbindungen gehabt zu Leuten, die auch den Stauffenberg, mit Stauffenberg und Beck in Verbindung standen. Mein Vater wollte in Frankreich selbstständig kapitulieren und die Amerikaner und Engländer nach Mitteleuropa hineinlassen. Mein Vater wollte, ab 1943 hat er mit dem Gedanken gespielt, in einer günstigen Situation auch gegen den Hitler den Krieg zu beenden und den Hitler gegebenenfalls auch mal auch abzusetzen. Das war seine Situation. Und nun kommt es darauf an, wie definiert man Widerstand. Wenn man Widerstand, manche meinen, sie seien Mitglieder der Widerstandsbewegung gewesen, weil sie das Horst-Wessel-Lied falsch gesungen haben. Nicht? Das ist natürlich ein Unfug. Mein Vater hat, glaube ich, eher aus Verantwortung für seine Soldaten gehandelt und er war sich auch klar, dass er als Feldmarschall nicht in der Lage ist zu sagen, Befehl ist Befehl, dass doch vieles an ihm hängt. Irgendwelche politischen Pläne hat er überhaupt nicht gehabt. Ja. Er war von den Verschwörern, ich weiß nicht, ob mit seinem Wissen oder ohne sein Wissen, glaube ich, doch vorgesehen, nach dem Abgang, nennen wir es so, von Hitler, Staatsoberhaupt zu werden, dank seines Prestiges im eigenen Land und auch vis-à-vis den Alliierten. Ja, also das weiß man gar nicht, ob das die Verschwörer gewollt haben. Das haben sie meinem Vater, als sie ihn abgeholt haben und ihn gezwungen haben, sich vergiften zu lassen, vorgehalten. Die haben gesagt, sie hätten Papiere gefunden, in denen er als Staatspräsident vorgesehen gewesen wäre. Mein Vater war das völlig unbekannt. Mein Vater hat, das kann ich wirklich sagen aus eigener Anschauung, ich habe ja mich noch von ihm verabschiedet, bevor er nach dem Besuch dieser beiden Generale gegangen ist. Mein Vater hat keine Ziele für sich gehabt. Er hat nur gesagt, wir müssen Schluss machen und es ist völlig sinnlos gewesen, wir müssen raus aus der ganzen Geschichte. Aber er selber hat hundertprozentig nicht angestrebt, Staatspräsident oder irgendetwas sonst zu werden. Mit dem Problem hat er sich nicht beschäftigt. Er war ja auch ein, soweit man das sagen kann, kein politischer Mensch. Nein, war kein politischer Mensch. War kein politischer Mensch. Ihn hat einfach die Verantwortung belastet und er hat erkannt, hat wahrscheinlich auch in seinen letzten Tagen erkannt, dass es besser, dass Deutschland diesen Krieg nicht gewinnen konnte, schon aus moralischen Gründen. Weil der Hitler eben doch Dinge gemacht hat, die so verhängnisvoll waren und in ihrer Abscheulichkeit so einmalig. Das war
Man hat sie einfach gemerkt, man hat für eine Sache gekämpft, die man überhaupt nicht gekannt hat und gar nicht gewollt hat. Wie viel hat Ihr Vater denn von den Judenvergasungen und Massenerschießungen gewusst? Ist es möglich, dass man so eng in diesem Stab verkehrt? Er kannte ja auch Hitler, Himmler, und er war lange Jahre ein Vertrauter von, beinahe Vertrauter, glaube ich, darf man sagen, von Hitler. War es nicht so, dass man das einfach nicht wissen wollte? Und was man nicht wissen will, da weiß man genug, um zu wissen, dass man nicht mehr wissen will. Ja, ich meine, das war hier und dort sicherlich so, aber ein politischer Vertrauter vom Hitler war mein Vater nicht. Der Hitler hat meinem Vater nie irgendetwas in dem Punkt, in militärischer Hinsicht. Der Himmler hat meinem Vater auch nie was gesagt, und den Himmler hat mein Vater vielleicht fünfmal gesprochen während des Krieges. Der Hitler, meine Mutter hat den Hitler überhaupt nie gesehen, ich habe den Hitler auch nie gesehen. Aber mein Vater hat davon schon was gewusst, und zwar hat er das von anderen Generälen gehört. Die Massenerschießung in Polen hat er vom General Blaskowitz gehört, und über diese Judenvernichtungen hat er von meinem Vorvorgänger, dem Oberbürgermeister von Stuttgart, was gehört. Das war Dr. Ströhlin. Dr. Ströhlin. Das hat mein Vater Ende 43, Anfang 44 erfahren. Natürlich hat er wohl 10-20% von dem gewusst, was heute bekannt ist, aber das hat ja schon voll und ganz gereicht. Mhm. Ihre beiden Eltern, also Ihr Vater und aber auch Ihre Mutter, das geht aus dem intensiven Briefwechsel zwischen den beiden hervor. Ihr Vater hat ja seiner Frau immer aus dem Feld geschrieben. Beide waren, und sie hat geantwortet, beide waren doch Bewunderer von Hitler lange Jahre. Sie erwähnen das völlig sachlich, und ich glaube, Sie widersprechen dem nicht. Und ich, wenn Sie mir erlauben, das zu sagen als Außenstehender, für mich entsteht da das Gefühl, dass Sie diese Vergangenheit, an der Sie als Sohn indirekt vielleicht beteiligt waren oder kaum, bewältigt haben. Aber das sind Sie doch, glaube ich, eine Ausnahme. Im Allgemeinen ist doch, wird, verzeihen Sie, wenn ich das als Nichtdeutscher sage, habe ich den Eindruck, dass das sehr vieles verdrängt wird. Mir fällt zum Beispiel auf, dass in Biografien von maßgebenden Persönlichkeiten in der heutigen Öffentlichkeit gesagt wird, geboren 1916, 20, 23, dann diese Schulen und Universitäten durchlaufen, wurde dann Assessor oder irgend so etwas und nach 45 dann tätig in irgendetwas. Und die Zeit 39, also 33 eigentlich bis 45 ist so häufig ausgeklammert. Ist das, stimmt das oder irre ich mich da? Ja, das ist sicher richtig. Nun ist natürlich auch die Verdrängung etwas sehr Natürliches und Menschliches. Der Mensch könnte ja nicht im Bewusstsein seiner ganzen Unzulänglichkeiten leben. Und jeder Mensch versucht, Unangenehmes wegzuschieben und das Angenehme in der Erinnerung zu behalten. Sie werden das immer beobachten, wenn Sie mit älteren Leuten sprechen, dass sie die Vergangenheit vergolden und dass das Unangenehme praktisch mehr und mehr verblasst und zum Teil ganz verschwindet. Und das ist natürlich bei einem so katastrophalen Ereignis wie dem Dritten Reich sehr naheliegend. Manche waren natürlich begeistert, aber die waren natürlich nicht begeistert, als sie dann erfahren haben, dass der Hitler Millionen von Juden umgebracht hat und dass der am Schluss praktisch wie ein Wahnsinniger gegen alle gewütet hat. Da gab es einen Moment, wo man sagte, also mit dem habe ich nichts zu tun. Und ja, nun gibt es aber Leute, die ja doch was zu tun hatten. Und verzeihen Sie, ich muss natürlich davon reden. Ich denke an Hans Filbinger. Man hat ihn, er ist nicht mehr Ministerpräsident deswegen, und wenn ich das richtig sehe, ist es so, man hat ihm nicht so sehr nicht verziehen die Verurteilungen und das Mitwirken an Todesurteilen noch nach dem Zusammenbruch des Regimes, sondern dass er jetzt so viel später in der Retrospektive nicht in der Lage zu sein schien, zu sagen, ja, da haben wir geirrt, sondern sich zuerst noch als Widerstandskämpfer drapiert eigentlich hat, was sicher nicht stimmt, und dann aber auch kein Wort des Bedauerns fand. Da wurde doch hier ganz besonders manifest, wie die Vergangenheit also unter den Teppich gekehrt wurde. Er hätte ja sagen können, ja, leider habe ich da noch mitgewirkt, aber das hat er nicht getan. Das war ja der Grund, weswegen er dann zurücktreten musste. Stimmt das, was ich sage? Ja, er hat, ich meine,
man muss bei ihm auch sagen, er ist nie Mitglied der NSDAP geworden, obwohl das bei jungen Leuten nahe lag. Er war eben Kriegsrichter. Und in einem so furchtbaren Krieg, da verurteilt ein Kriegsrichter nicht nur Soldaten zu 3 Tagen geschärften Arrest wegen mangelhaften Grüßens. Und ich weiß nicht, wie es war. Er hat sich nicht erinnert, sagt er, dass er an einem Todesurteil beteiligt war, dass er ein Todesurteil gefällt hat, durch das jemand tatsächlich exekutiert wurde. Das ist für Außenstehende schwer glaubhaft. Es ist schwer glaubhaft. Er hat sich sicher ungeschickt verteidigt. Ist gar kein Zweifel. Wäre er besonnener gewesen, dann hätte er sich besser verteidigen können. Ich glaube, wissen Sie, es geht für Außenstehende, und verzeihen Sie, wenn ich das also als Außenstehender sage, nicht so sehr darum, ob er sich taktisch richtig oder taktisch falsch verstanden hat, sondern diese Fühllosigkeit, dass man da nicht ein Wort des Bedauerns, des echten Bedauerns findet. Ja, das ist sicher richtig, aber ich gebe Ihnen recht, dass das natürlich ihm in diese riesigen Schwierigkeiten hineingebracht hat. Hätte er gleich am Anfang gesagt, das tut mir natürlich alles leid, damals habe ich das für meine Pflicht gehalten, habe auch mich bemüht, soweit irgend möglich Härten zu vermeiden. Er hat es ja zum Teil gesagt, nicht? Aber das ist dann untergegangen, weil am Anfang er juristisch argumentiert hat. Er hat sich vor allem aufgeregt über den Vorwurf von Hochhuth, der ja auch bereinigt ist, dass wenn die Leute, die ihn damals gekannt hätten, reden würden, dass er dann nicht mehr, dass er dann praktisch verurteilt worden ist, wäre zu einer Gefängnisstrafe. Und dagegen hat er sich primär gewehrt. Aber es ist furchtbar schwer, sich in die Situation eines solchen Mannes, der ja auch eine politische Position hatte, hineinzuversetzen. Darauf möchte ich eher kommen. Nicht wahr? Also Hans Filbinger ist zurückgetreten unter dem Druck der eigenen ihrer Partei, der CDU, weil man ihn in der Partei, aber auch in der Öffentlichkeit als Ministerpräsident nicht mehr für tragbar hielt. Aber er ist Landesvorsitzender. Und da liegt da nicht ein Widerspruch vor. Wenn er als Ministerpräsident nicht tragbar ist, wieso ist er dann als Landesvorsitzender durchaus tragbar? Und wenn er das ist, dann war ja der Ausschluss aus der Ministerpräsidentschaft offenbar ungerechtfertigt. Ja, also die Union hat ihm vor allem empfohlen, zurückzutreten, als sie sah, dass seine sehr komplizierte Position nicht deutlich gemacht werden konnte und dass er in der öffentlichen Meinung in immer größere Schwierigkeiten geraten wird. Aber die Union hat natürlich nicht vergessen, was der Dr. Filbinger für Baden-Württemberg, auch für die Demokratie getan hat. Und deshalb halte ich es für durchaus gerechtfertigt, dass sie ihn als Parteivorsitzenden behält. Die Tätigkeit Filbingers als Kriegsrichter, nun, lieber Gott, es ist aus heutiger Sicht schwer verständlich, aber ich kann für mich keine Hand ins Feuer legen, dass ich das anders gemacht hätte, wenn ich in seiner Lage gewesen wäre. Das ist furchtbar schwierig. Und das, was nachher geschehen ist, wenn man das erlebt hat, wie er sich doch unglaublich erregt hat, wie er zum Teil nicht mehr hat schlafen können, schon von Anfang an, und sich angegriffen fühlte von allen Seiten, häufig auch Ratschläge von Freunden befolgt hat, die sich das auch nicht so richtig überlegt haben, dann sieht man es etwas menschlicher und differenzierter. Darf ich sagen, Sie sind sehr großzügig. Hans Filbinger, Sie haben mit ihm zusammengearbeitet. Sie waren damals Jurist und sind erst später Oberbürgermeister geworden. Und er ist Ihr Landesvorsitzender, und Sie sind da, gehen da außerordentlich menschlich mit den Schwächen von Hans Filbinger vor, was ich sehr verstehe. Aber für mich liegt da noch ein anderes Problem. In der Zeit hat die Nina Grunenberg geschrieben, ich muss das schnell lesen, wenn Sie gestatten. Okay. Sie hat geschrieben, im Zusammenhang mit der Filbinger-Sache, besonders die ältere Generation scheint ihn in Schutz genommen zu haben, weil sie sich durch die Vorwürfe gegen ihn selbst betroffen fühlte und sie übel nahm. War Filbingers Vita, also sein Lebenslauf, im Dritten Reich nicht das Erlebnis des Durchschnittsbürgers gewesen? Hatten sie nicht alle halb drin gesteckt mit schlechtem Gewissen und die Jahre hinterher halb verlogen, halb verdrängt, weggesteckt? Also mir scheint da einfach auch ein Problem von Väter-Söhnen und Generationenproblem. Ist das richtig? Ja, das ist völlig richtig. Das ist völlig richtig. Dieses Problem steht natürlich dahinter. Aber ich darf dazu 2 Dinge sagen.
Erstens, heute in der Demokratie ist es furchtbar schwierig, ein großer Lump zu sein. In der Diktatur. In der Demokratie, ja. In der Demokratie. In der Diktatur war es furchtbar schwierig, häufig keiner zu sein. Da hat eine menschliche Größe dazu gehört. Da hat der Mut dazu gehört, das eigene Leben zu riskieren. Das ist doch so gewesen, dass das Dritte Reich alles korrumpiert hat, Menschen abgestumpft hat, ihnen eingeredet hat, es ist ja alles nicht so schlimm, es stimmt auch nicht. Die Verbreitung kritischer Nachrichten mit schwersten Strafandrohungen verfolgt hat. Und deshalb, glaube ich, muss man für die ältere Generation Verständnis haben. Die zweite Bemerkung. Nach dem Krieg kam die Entnazifizierung. Und was hat man da belohnt? Meistens nicht die Ehrlichkeit. Wenn einer gesagt hatte, ich habe das alles geglaubt, natürlich hätte ich sehen können, aber ich wollte es ja nicht sehen. Und jetzt weiß ich es, bereue es. Da hat man gesagt, du bist ein Lump. Wenn einer gesagt hat, ich war ja immer dagegen, ich war bloß äußerlich, war ich da bei der SA und bei der SS und so weiter, aber innerlich war ich immer gegen den Hitler, ich habe ja dauernd über den geschimpft. Und dann hat man 5 Bescheinigungen vorgelegt von guten Freunden, gleicher Meinung. Nicht, dann hat man gesagt, das ist ja bloß ein Mitläufer. Man hat praktisch doch die Verdrängung prämiert und die etwas gekünstelte, unrichtige Darstellung belohnt. Und ich glaube einfach, wenn man diese wirklich finstere Epoche in Deutschland, wenn man diese bewältigen muss, dann muss man zunächst mal ganz rückhaltlos ehrlich sein. Aber das kann man nur... Fällt's nicht gerade daran, ja, aber man muss natürlich, die ehrlich sein sollen, die müssen auch damit rechnen, dass ihnen verziehen wird. Wenn sie nicht Verbrechen begangen haben. Denn glauben Sie, dass man ihnen nicht verzeihen würde heute, abgesehen von denen, die Verbrechen begangen haben? Ich glaube es, aber das muss vielleicht deutlicher gesagt werden. In der Politik ist furchtbar schwierig. In der Politik ist die Versuchung in Deutschland sehr groß, irgendwelche Geschichten aus der Vergangenheit auszugraben und dann zu sagen, so ein Spitzbube war das damals. Und da ist einfach eine gewisse Hemmung da, eine gewisse Angst. Man redet auch, das ist ja lange her, 30 Jahre lang hat man sich etwas eingeredet. Ich merke das immer wieder, wenn es über geschichtliche Dinge geht, was da heute erzählt ist, wird und was wirklich damals gewesen ist. Das ist ungeheuerlich, wie sich das zum Teil unterscheidet. Ich habe das Generationenproblem angesprochen, das Väter-Söhne-Verhältnis. Ich brauche nicht zu betonen, dass Sie und ich den Terrorismus aufs Schärfste verurteilen. Aber ist das nicht vielleicht die allerletzte Wurzel? Auch dann letzten Endes den radikalen Erlass gemündet hat, da haben Sie ja, glaube ich, eine ganz eigene Stellung zum radikalen Erlass. Ja, da habe ich eine eigene Stellung, aber ich glaube nicht, dass der Terrorismus mit der unbewältigten Vergangenheit etwas zu tun hat. Das hat es in den USA gegeben, das gibt es in Irland, das gibt es in Italien, wo die Probleme weniger scharf sind als hier, nicht in Italien. Ja, aber es gibt es ja doch in erster Linie, glaube ich, in der Bundesrepublik und in Italien. Beides, also die berühmte Achse, in Amerika liegen die Dinge ja doch etwas anders. In Italien geht es um Geld sehr häufig, ja, abgesehen von der Roten Fraktion, ja. Aber in Frankreich gibt es das nicht, in England nicht. Das ist sicher, ja, in England, Irland gibt es gar nicht. Ja, das ist aber der Befreiungskampf, Irland, nicht? Also ich glaube nicht, dass die unbewältigte Vergangenheit eine wesentliche Ursache für den Terrorismus ist. Ich glaube überhaupt, dass es sehr schwer ist, hier irgendwelche generellen Ursachen so zu formulieren, dass es überzeugend wäre. Ich bin also der etwas vielleicht antiquiert anmutenden Auffassung, dass am Terrorismus in erster Linie die Terroristen schuldig sind. Wenn jemand einen anderen umbringt, weil ihm seine Meinung nicht passt, dann ist der schuld, der das tut. Und nun die Extremisten, das ist ein anderes Problem. Die Extremisten sind keine Terroristen. Sie differenzieren ja eben. Ja, sehr stark, da lege ich den größten Wert auf. Bei uns, es gibt sehr hoch anständige Menschen, die Extremisten sind in Deutschland. Und das ist für uns ein großes politisches Problem. Wie schaffen wir es, dass unsere Demokratie mit dem Extremismus immer wieder fertig wird? Und dann neigen wir Deutsche etwas dazu, dass wir ein richtiges Verhalten in Erlassform festschreiben, siehe
Extremisten Erlass, der ja in Wirklichkeit eine Vereinbarung des damaligen Bundeskanzlers Brandt mit den Ministerpräsidenten der Länder ist. Und das, so wie es damals gedacht war, so bleibt es richtig und dann wird das perfektioniert und dann verliert dieses oder jenes häufig die Wirkung und die Wirkung geht ins Gegenteil. Wir müssen uns natürlich mit dem Extremismus in erster Linie politisch auseinandersetzen. Wir können hier mit Verboten nichts machen. Und die jungen Leute müssen natürlich auch spüren, dass hier die Demokratie eine selbstbewusste und auch menschliche Haltung einnimmt und nicht eine bürokratische, die ja meistens eine unmenschliche Haltung ist. Sie sind ein sehr, soweit ich sehe, ein sehr unbürokratischer Mensch, soweit das möglich ist. Sie sind ein heiterer Mensch, ein fröhlicher Mensch. Und das bringt mich auf die Frage, ich darf das sagen, Sie haben ja sehr viel Zustimmung in Stuttgart aus allen Bevölkerungskreisen, aus SPD, CDU etc. und Parteilosen. Aber Humor, in Ihrem Fall ist es anders, aber kommt Humor eigentlich in der Politik, ist der gewünscht? Ja, er sollte sich weit mehr ausbreiten und zwar nicht in Gestalt der Schadenfreude. Da war er ja immer schon der Politik in reichem Maße vertreten. Ja. Nein, es ist, es wäre wirklich mir ein Anliegen, dass etwas heiterer gesprochen wird. Das können im Sie selber tun das ja. Ja, ich bemühe mich. In der Schweiz kann man es zum Teil auch. Ich habe also Kollegen, wenn ich das sagen darf, Stadtpräsidenten schon getroffen, die wirklich eine positive, das heißt eine selbst kritische und humorvolle Haltung zum Leben haben, eine weise Haltung zum Leben. Und man kann dann auch leichter mit der Bevölkerung sprechen. Es gibt ja drei Möglichkeiten. Entweder man spricht rein sachlich, dann fällt nach 10 Minuten der erste Eingeschlafene vom Stuhl. Oder man spricht polemisch. Dann sperren die Menschen ihre Ohren auf und hören dazu. Das hört man immer mit großem Interesse. Oder man versucht, es heiterer zu machen. Und ich glaube, dass so das heitere Fach, das sollte in der deutschen Politik etwas mehr gepflegt werden. Sie sagen polemisch. Das ist etwas, was einem ja auffällt, wenn man als Ausländer, das bin ich, in der Bundesrepublik sich umsieht oder einfach auch drüber liest. Nämlich diese für unsere Begriffe unglaubliche Polarisierung, Konfrontation, also hier Koalition, hier Opposition, einerseits also Sozialdemokratische, SPD und FDP und auf der anderen Seite CDU und ihre Partei und CSU und eine Konfrontation, wo man manchmal das Gefühl hat, die haben ja gar keinen gemeinsamen Boden mehr, manchmal direkt Hass. Ja, also es ist in der Bundesrepublik an sich günstiger. Es gibt ja auch eine kommunale Ebene. Und da geht es ganz vernünftig zu. Da geht es ganz vernünftig zu, mindestens in den meisten Städten, auch in den meisten Großstädten. Ich habe von Ihnen gelesen, Sie haben ein durchaus entspanntes Verhältnis zur SPD. Also ja, ich habe ein sehr positives Verhältnis, auch zum linken Flügel, wenn ich das mal so bezeichnen darf, in der Stadt Stuttgart. Natürlich, aber bundesweit ist das ja nicht so, man Strauß hört oder auch Kohl einerseits oder Brandt und Wehner auf der anderen Seite. Nein, überhaupt nicht. Und zwar deshalb, weil der Durchschnitt der Abgeordneten keine großen Meinungsverschiedenheiten hat. Und da werden die Meinungsverschiedenheiten an den Haaren herbeigezogen. Und da versucht jeder, die konkurrierende Partei im Bilde der dümmsten Äußerung des dümmsten Mitglieds darzustellen. Und ich muss auch es leider sagen, kritisch, vielleicht werde ich deshalb auch kritisiert, aber das macht man natürlich was, aber ich will mich nicht darüber aufregen. Auch die Medien machen hier mit. Wenn jemand was Vernünftiges sagt im Deutschen Bundestag, der kann am nächsten Tag sämtliche Zeitungen kaufen, der findet kein Wort. Aber wenn einer mal richtig was Kräftiges sagt, der steht hundertprozentig auf Seite 1, wenn er ein prominenter Politiker ist. Und das ist, glaube ich, eine Fehleinschätzung meiner Landsleute. Wir bilden uns ein, die Demokratie funktioniert nur, wenn Regierungskoalition oder Regierungsmehrheit und Opposition jeden Tag sich die Ohren vollschlagen. Und wenn dort ein unglaublicher Lärm herrscht und ein Getöse, während ja bei Ihnen in der Schweiz die meistens
die verschiedenen Parteien zusammen in der Regierung sitzen. Ja, wir nennen das ja Konkordanzdemokratie. Und ja? Als Schweizer darf ich sagen, ich bin der gegenüber lange Zeit also sehr skeptisch gewesen. Aber ich möchte Sie dann am Schluss doch wieder nicht tauschen gegen diese harte Konfrontation hier. Ja, völlig richtig. Ja, ich bin auch ein Anhänger der Konkordanztheorie und der Konkordanzdemokratie. Wir haben das in Baden-Württemberg auch gehabt. Aber dann hat man lange rumgemacht an den Parteien und hat gesagt, da sitzt ihr zusammen und macht alles miteinander aus. Und in der richtigen Demokratie, da gibt es halt jeden Tag Krach. Nicht? Und dann ist das auseinandergegangen. Aber ich glaube, für uns ist das Hauptproblem, dass wir zu einem Stil finden in der politischen Auseinandersetzung, der einfach die Jugend anzieht. Das ist meine Hauptsorge. Wenn die Jugend zum Teil doch diese, ich möchte es ganz scharf formulieren, diese Kasperle-Theater-ähnlichen Auseinandersetzungen sieht, dann braucht man sich nicht wundern, wenn etwas empfindsame Menschen sagen, ja mit mir nicht, das interessiert mich überhaupt nicht mehr. Und wir müssen ja unsere Demokratie in die nächste Generation vererben. Wir Älteren wissen, wie es in der Diktatur war, die Jungen wissen es nicht, die müssen praktisch doch von sich aus diese Demokratie tragen. Ja eben, man hat manchmal das Gefühl, dass also der Parteienkampf, um nicht zu sagen Zank, beinahe zum Selbstzweck wird. Und dann denkt man an die vielen Bürgerinitiativen, die ja eigentlich nicht nötig wären, wenn die Parteien wirklich das aufnehmen, was die breite Öffentlichkeit fühlt, denkt. Also die Grünen beispielsweise, die sich alle für Umweltschutz und ja auch in den Wahlen doch etwas gewonnen haben. Aber ich möchte eigentlich das viel allgemeiner sagen. Regieren da oder denken da die Parteien nicht ein bisschen manchmal an den Menschen vorbei? Ja, das ist meine feste Überzeugung. Zum Beispiel ist es so, dass der deutsche Durchschnittsbürger unangenehme Wahrheiten durchaus verträgt. Und sogar dem Politiker, der sie vorträgt und von dem er glaubt, dass er es aus Verantwortung tut. Und sogar diesem Politiker ein erhebliches Vertrauen schenkt. Er wird vielleicht ihm nicht applaudieren, aber er wird ihn respektieren. Ja, ich darf das sagen. Ihr Entscheid beispielsweise, der auch in der Schweiz große Beachtung gefunden hat, im Zusammenhang mit der Beerdigung, Bestattung, wie Sie hier sagen, von Bader, Enslin und Raspe, das hat viel Staub aufgewirbelt, aber das wurde doch mindestens bei uns als sehr mannhaft und beachtlich aufgenommen. Ja, aber da muss ich auch zur Ehre der Stuttgarter Bevölkerung sagen, 90% haben durchaus eine positive Haltung dazu eingenommen. Mhm. Ich bin mal mit einem französischen Fernsehteam auf den Marktplatz gegangen, gleich hinterher, und habe mit der Bürgerschaft gesprochen, die dort versammelt war. War also eine zufällig sich bildende Menge. Und die meisten haben das akzeptiert und haben gesagt, selbstverständlich, wenn jemand tot ist, dann hört jede Feindschaft auf und dann muss er auch beerdigt werden. Den Krach machen ja immer bloß 5%. Aber leider meint man, die 5% seien das ganze Volk. Nun muss das gerade der demokratische Politiker wissen, dass er mit diesen 5% sich energisch gegebenenfalls auseinandersetzen muss. Mhm. Es hat sich ja darum gehandelt, nach dem Rücktritt von Filwenger, dass entweder Lothar Späth oder Sie sein Nachfolger in der Ministerpräsidentschaft des Landes Baden-Württemberg würden. Lothar Späth ist es geworden, sicher zum Bedauern, oder dass Sie es nicht geworden sind, ich will es positiv drehen, sicher zum Bedauern von vielen Stuttgartern, nehme ich an, und vielleicht auch vielen Leuten überhaupt im Lande Baden-Württemberg. Aber wie steht es denn mit Bonn? Es gibt eine ganze Reihe von Bürgermeistern, Oberbürgermeistern, Vogel ist einer von München ursprünglich, Brandt von Berlin etc., die in Bonn in wesentliche Positionen gekommen sind. Ja, also hier in Baden-Württemberg war es so, dass einfach ich auch meiner Partei sagen musste, natürlich stehe ich zur Verfügung, wenn ihr mich wählt. Aber bedenkt dabei, dass ich in Stuttgart vom Volk gewählt worden bin. Und dass, wenn ich hier ausscheide, in 3 Monaten nochmal eine Oberbürgermeisterwahl stattfinden wird. Und dass es eigentlich mir nicht sehr angenehm ist, wenn ich schon nach 3,5 Jahren, wir werden hier für 8 Jahre gewählt, hier einfach aus meinem Wahlamt verschwinde. Und was Bonn anlangt, nun, da sind die Mehrheitsverhältnisse nicht so.
da sehe ich überhaupt keine Möglichkeiten nach, da sehe ich keine Möglichkeiten nach Bonn zu gehen. Es ist auch gar nicht leicht. Auch Vogel ist nach Bonn gegangen. Aber also er war Oberbürgermeister in München. Und ja, sicher, aber die SPD ist in München nicht mehr dran. Aha. Ja. Wir haben Fragen, Herr Rommel. Und ich habe hier ein paar Zettel. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht später noch direkte Telefonfragen haben. Also jedenfalls habe ich sie hier schriftlich. Rudolf Lütti, Student aus Wangen, ich nehme an, das ist an der Aare, Wangen an der Aare, fragt Filbinger Doppelpunkt, war der Rücktritt politisch gerechtfertigt? Ja, also... Seine heikle Frage. Seine heikle Frage. Das war auch nicht unsere Frage, sondern unsere Frage war einfach, ist es menschlich noch länger durchzustehen, für ihn weiterhin Ministerpräsident zu bleiben? Mhm. Und wir haben auch geglaubt in seinem eigenen Interesse. Und ich glaube, er sieht es auch so. War es notwendig, nachdem derartig scharf und auch, ich möchte es ganz offen sagen, gelegentlich auch sehr überzogen auf ihn geschossen wurde, dass er zurücktritt. Dann kommt eine Frage von Herrn Mürset, Journalist in Genf. Welches waren die religiösen Auffassungen und Moralbegriffe Ihres Vaters? Ich glaube, das haben Sie eigentlich schon umrissen. Ja, mein Vater war ein gläubiger Christ, im Kern ein gläubiger Christ. Mein Vater war der Überzeugung, dass der Mensch nicht sich selber verantwortlich ist, sondern Gott verantwortlich ist. Ich war damals gar kein Christ. Ich war als junger Mensch eigentlich fasziniert von dem Nationalsozialismus. Und da hat es auch viele Auseinandersetzungen mit meinem Vater gegeben. Dann haben wir noch eine Frage von Ted Vogel, Ingenieur in Genf. Hat Herr Rommel Geschwister? Das sind eine ganze Reihe von Fragen. Hat Herr Rommel Geschwister? Wie waren die Eltern gegenüber ihren Kindern? Familienverhältnis? Hat Herr Rommel von seinem Vater etwas gelernt? Also, erstens keine Geschwister. Zweitens, mein Vater war eigentlich ein sehr toleranter, war ein sehr toleranter Mensch. Ein moderner Vater, würde man heute sagen. Und natürlich bemühe ich mich von meinem Vater, etwas zu lernen. Auch im Positiven. Auch im Positiven. Dass man eben, dass es eben Entscheidungen gibt, bei denen man nicht schweigen kann und wo man hinstehen muss. Ich hoffe nicht, dass ich jemals in eine so schwierige Situation komme wie er, aber ich würde dann wünschen, dass ich dann auch zu meinen Prinzipien stehen würde. Ihr Vater hat ja Zivilcourage bewiesen, ich glaube, das dürfen wir dann doch auch sagen, indem er zweimal Hitler dazu bringen wollte, eine politische Lösung dieses Krieges, soweit das überhaupt denkbar war und nicht eine Illusion, also nicht bis zum bitteren Ende zu kämpfen, sondern nach einem Frieden, Waffenstillstand mindestens zu suchen. Und beim zweiten Mal, das war ja in Gegenwart der Generalität, Keitel etc. im Führerhauptquartier, hat ja Hitler ihren Vater aus dem Zimmer geworfen und ihm gesagt, Sie haben sich mit militärischen Dingen und nicht mit politischen zu befassen, bitte verlassen Sie den Raum. Also das brauchte ja sicher sehr viel Zivilcourage. Keiner, soweit ich weiß, der anderen Generäle, ja vielleicht war es so, aber also ich weiß nicht davon, dass andere Generäle versucht haben, dies zu tun. Und damit lassen wir es, glaube ich, bewenden. Ernst Röllin, Lehrer in Ronschhofen, St. Gallen, fragt Rommel, damit meint er Sie, also den Sohn Rommel, sollte Nazi werden vom Vater aus. Stimmt das? Nein, nein, mein Vater war da gar nicht so entzückt. Mein Vater hat mir, wenn ich meine Weisheiten aus der Hitlerjugend mitgebracht habe, immer gesagt, das kannst du überall erzählen, bloß nicht, wenn ich am Tisch sitze. Mein Vater war nicht begeistert, wenn junge Leute sich derartig haben beeinflussen lassen und das mit einem gewissen Nachdruck vertreten haben. Dann gibt es von Thomas Feuerstein in Genf, wir haben mehrere Fragen aus Genf, die Stellung, Ihre Stellung zum liberalen Spektrum der Bundesrepublik-Parteien. Also das würde heißen zur SPD und zur FDP, nehme ich an. Ja, es gibt in allen Parteien Liberale. Bei der SPD, in der FDP und auch bei der Union. Und es gibt auch in allen Parteien Leute, die nicht so liberal sind. Aber
Ich glaube einfach, dass es für die deutsche Demokratie entscheidend ist, dass sie mehr die Tugend der Toleranz pflegt und dass die Liberalität zum Gemeingut wird. Das heißt natürlich nicht, dass man meinungslos ist, sondern dass man für die Freiheit des anderen seine Meinung zu sagen mit Nachdruck eintritt und dass man auch grundsätzlich die ehrliche Gesinnung des politischen Gegners respektiert und dass man nicht nur Liberalität fordert von den anderen und Tugend und Moral, sondern sie auch gelegentlich selber übt. Nur dann wirkt sie überzeugend. Betrachten Sie sich selber als einen liberalen CDU-Mann? Ja, ja, ich bemühe mich, das zu sein. Manchmal bin ich natürlich auch nicht. Wenn man eine liberale Haltung auf eigene Kosten geht, dann wird es immer schwierig, aber dann wird sie interessant. Hier gibt es eine sehr konkrete Frage. Herr Bächler, Optiker in Zürich, fragt, ich weiß nicht, ob wir überhaupt jemand hier auf dem Telefon haben, nein. Ist Herr Rommel auch für Verjährungsfrist von NS-Verbrechen wie zahlreiche seiner Parteigenossen? Ja, also ich glaube, dass man die jetzt laufenden Fristen, ich glaube, dass man es jetzt auslaufen lassen sollte. Jetzt. Für einige Zeit, die sind auch alle schon sehr alt. Und man kann die Verhältnisse gar nicht mehr richtig rekonstruieren. Diese Frage würde ich bejahen. Eine letzte Frage, vielleicht Herbert Müller, Student in Fribourg, also Freiburg im Üechtland. Inwieweit sieht Herr Oberbürgermeister Rommel einen Zusammenhang zwischen seiner Karriere und der Person des Vaters und den Ereignissen um ihn? Ja, also meine Beamtenkarriere hat mit meinem Vater nichts zu tun. Ich bin ja relativ schnell ziemlich weit hochgestiegen in der Staatsverwaltung. Am Schluss habe ich einen Rang gehabt, der etwa dem eines Generalleutnants entspricht. Das verdanke ich nicht meinem Vater, aber natürlich auch der ungünstigen Altersgliederung oder der für mich günstigen Altersgliederung in der Bundesrepublik. Die ganze Generation vor mir war weitgehend im Krieg gefallen und da wurden wir Jahrgang 28 bis 30 sehr rasch befördert. Bei Wahlen ist es natürlich sicher so, dass die Person meines Vaters mir hilft, das zu bestreiten. Wäre lächerlich, aber ich bemühe mich schon, eine eigenständige Persönlichkeit zu sein. Ich werde ja in dem Jahr 50, mein Vater ist 52 geworden. Und, Sie haben einmal gesagt, Sohn, nur Sohn zu sein, genügt nicht. Nein, das genügt sicher nicht. Das genügt sicher. Aber ich glaube, die Wähler würden mich auch nicht wählen, wenn ich nur Sohn wäre. Ich bin überzeugt davon, das darf ich sagen. Und ich bin auch überzeugt, dass Sie nicht nur Sohn sind. Das haben Sie, glaube ich, bewiesen. Ich sage Ihnen, Herr Rommel, Oberbürgermeister von Stuttgart, einen allerherzlichsten Dank, dass wir Sie hier besuchen durften, in Ihrem Haus. Und ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Zuschauer, in der Schweiz. Bis zum nächsten Mal unter uns gesagt. Auf Wiedersehen.